fangen wir mit Battleship vielleicht an. Der schlechteste Film mit Abstand war Der Todmacher mit Götz George. Zwei Filme hätte ich. Ein Film ist ein Arnold Schwarzenegger-Film, nämlich City Cobra. Ein schlechter Film, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Operation Delta Force 4. Grausam, wie ist das richtig? Das ist eine Körperverletzung. Das ist übrigens auch der letzte Transformer, auch einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber hinterdart ist es ein Film namens Special Force USA. Und der zweite Film, den ich gesehen habe, war kurzem. Das war Halloween 2, und zwar nicht das Original von John Carpenter, sondern das Remake von Rob Zombie. Bo Dereks Ekstase von John Derek. Bisher bin ich bei einem Film ausgegangen, und das war House of Wax mit der Paris Hilton. Obwohl ich lange Zeit ein großer James Bond Fan war, muss ich auch sagen, dass die letzten Filme Casino Royale und Quantum Trost auch schon für mich zu den schlechteren und schlechtesten Filmen gehören. Als Killer Krokodil. Ich weiß nicht, ob sie das ging. Völlig konzeptlos. Ein Film wie Die Nacht vom Süberberg mit der Edith Kleber, 6 Stunden Monolog. Ja, aber ein Film, der ist so richtig, richtig schlecht gewesen, ja, und das war Beowulf aus dem Jahr 2007 mit der Angelina Jolie. Und Space Tourist ist natürlich auch ein sehr, sehr schlechter Film.